Und wenn die Amerikaner zu dem Schluss kommen, dass für sie der nächste Konflikt mit China ansteht und dass die Chinesen in der Tat viel gefährlicher sind als die Russen, werden sie umschwenken. Dann werden sie irgendeine Lösung finden, wie sie sich mit den Russen geopolitisch wieder einigen können. Sie werden nie Freunde werden, aber der Krieg wird irgendwann mal auch zu Ende gehen, wenn die Amerikaner das wollen. Und das müssen wir in Europa verstehen, dass die Schlüssel der Lösung in Peking und in Washington liegen.